My name is Dr. Leon Barron, and I run a forensic chemistry research group at King's College London. I also teach on the longest running MSc in forensic science programme in England. We are excited to work in partnership with the Fresenius Institute as part of a growing European training network in forensic science in order to bring together research and teaching on different legal systems, scientific approaches and of course languages. Letzte Woche stand hier in der Zeitung, dass eine Studentin auf ihrer Examensfeier an Designerdrogen gestorben ist. Hier in meinem Auslandspraktikum am King's College in London untersuche ich mit Dr. Barron und der Forensic Research Group, wie man solche Stoffe auf Banknoten nachweisen kann. Von den Doktoranden und Mitstudenten lerne ich sehr viel und das Studentenleben macht sehr viel Spaß. Students from the Fresenius Institute have taken research internships in my laboratory, working on the development and application of high-resolution analytical methods, mainly for drugs and explosives detection. Particularly, they gain valuable practical experience in chromatographic and mass spectrometric instrumental analysis applied to solve real forensic problems. Der Vorteil daran ist, dass Analytik die Grundlage fürs forensische Arbeiten ist und letztendlich durch das Verstehen dieser Grundlagen und der Anwendung der Apparaturen einem die Türen in den forensischen Labors offen stehen. Warum sollte ich mich also spezialisieren auf den forensischen Studiengang, wenn ich mit analytischer Chemie viel mehr Möglichkeiten und Optionen habe? Ultimately, this makes graduates from King's and our partners more employable as they have hands-on experience of the analytical techniques used in the field. Hallo, mein Name ist Tobias Krams. Ich habe 2011 meinen Abschluss bei Fresenius in Itzstein gemacht. In meiner Studienzeit hatte ich die Chance, mein Praktikum sowie meine Abschlussarbeit hier am King's College London zu machen, wo unter anderem auch die Dopinganalytik für die Olympischen Spiele 2012 stattfand. Ich arbeite mittlerweile im Bereich Massenspektrometrie, gekoppelt mit Flüssigkeitschromatographie. Beide Techniken sind verstärkt in der forensischen Analytik im Einsatz. Die Forschungsthemen in diesem Umfeld sind sehr interessant und auch künftig von hoher Relevanz für den Einsatz der Kriminaltechnologie und Terrorbekämpfung. Meiner Meinung nach zeichnet sich Fresenius gerade durch seine guten Kontakte in diesem Bereich aus und bietet eine sehr gute Chance für den Berufseinstieg.